Danke, Lawrence Fuchsdelter, bei Josephine in der zweiten Position. Einige Längen zurück, dann Eva Dischauer als 15-7 die erste Zwischenzeit. Francis Curtis außen, jetzt Hank Parker an der Seite von Karl Hasela. Danilo Rubini und Ita Quint nach wie vor am Ende des Tracks. Danke, Lawrence, eine Länge vorne gegen Mike Josephine. Außen wird jetzt Hank Parker. Kann sich etwas absetzen von der Konkurrenz und kommt mit bequemer, mit opulenter Führung auf die Zielgerade zu. Da wird im Moment immer länger und wir haben noch gute 250 Meter. Einziger Angreifer ist jetzt ganz an der Außenseite aus letzter Position gebracht worden, Ita Quint. Danke, Lawrence, aber klar voraus. Ita Quint im Moment mit den besten Karten für Rang 2. Mehr wird es nicht geben, mehr wird es nicht werden. Hank Parker ist dritter im Moment und vorne. Danke, Lawrence, im Ziel überlegen. Voraus, weiter. Erwin Bosch und Duncan Lawrence sind bei uns und sie werden hier empfangen von unserem Gelsenkirchener Publikum. Und natürlich gibt es auch einen Ehrenpreis hier. Hadi? Und der wird übergeben von Jesse Faust. Du freust aber auch, dass Axel Warnke mit dabei ist. Er ist der Geschäftsführer der Drive-In Autokinos. Aber wir dürfen Sie ruhig gerne aufs Foto rauf. Denn Sie sind der Sponsor und ohne die können wir die Party hier definitiv nicht starten lassen. Also, Gratulation an den erfolgreichen Fahrer. Axel Warnke und Jesse Faust also sind hier mit auf dem Bild und dazu das Erfolgsgespann aus Rennen Nummer 7. Jetzt wollen wir mal hören, eben hatten wir den einen Bot, jetzt hören wir den anderen Bot, und zwar bei dir. Ja, und beide haben eins gemeinsam, die lachen über das ganze Gesicht. Hätten sie keine Ohren, dann würden sie wahrscheinlich über den ganzen Kopf lachen. Erwin Bot, herzlichen Glückwunsch. Danke. Das sah toll aus, das sah leicht aus und das fühlte sich auch leicht an, lieber Erwin. Ja, er läuft immer weiter, er kann sehr gut Tempo läuft, die ganze Welt, so Bot auch nicht zu viel bremsen. Nein, er läuft immer weiter. Bist du sehr zufrieden mit ihm? Ja, wird besser und besser. Es ist ein ganz großes Spiel. Und jetzt fängt er an, stark genug zu werden, ein bisschen die Rennen zu kapieren. Aber ein gutes Spiel, denke ich. Wenn ein Pferd Duncan Lawrence heißt, ist man dann automatisch Fan vom Eurovision Song Contest? Denke ich, ja. Denn wir wissen, Duncan Lawrence hat für euch, der Holland, den ESC gewonnen 2019 als fünfter Sieger für Holland. Bist du selber auch ESC-Fan? Guckst du in zwei Wochen? Nein. Nur Pferderennen? Ja, nur Pferde. Okay, man kann es verstehen. Wenn man so erfolgreich ist wie Erwin Bott, dann versteht man es. Ich muss es fragen, Erwin. Wildpokal, gleich an 10. Stelle. Jason Dragon, guter Startplatz. Wie sind die Aussichten? Ich fällt es gut drauf, wenn ich fast eine Renne kriege, kann ich, denke ich, um die erste drei kommen. Kann auch gewinnen. Kann auch gewinnen. Von der Spitze? Weiß ich noch nicht. Ist er noch nicht. Wir werden es vorwarten. Wir drücken den Daumen. Erwin Bott und Duncan Lawrence. Tja, lassen Sie nochmal richtig laut klatschen, denn die haben es wirklich verdient. Ein tolles Gespann, das jetzt mit Pokal auf die Reise gehen darf. Und ich darf unsere zwei Gratulanten noch einmal ganz